Der Easy-Stick wurde hauptsächlich entwickelt für Tischlereien, die einfach und komfortabel verarbeiten wollen. Ja, wir haben großes Potenzial in Richtung Durchschaubarkeit, Maßübertragung, Handling an der Maschine gesehen, wodurch die Arbeit mit Easy-Stick einfach schneller und präziser wird. Es werden die Werkstückmaße des Korpuses und der Front eingegeben. Die Maße werden mit Computer berechnet. Die Anschläge verfahren automatisch auf Maß und die richtige Position, wo das Werkstück angeschlagen werden muss, wird beleuchtet. Das alles unter einen Hut zu bringen, war nicht einfach und die Entwicklung musste sich hier einiges einfallen lassen. Die Herausforderung aus mechanischer Sicht war die Kombination zwischen Mechanik und Elektronik. Besonders stolz bin ich auf die modulare Bauweise. Wir können das System nahezu beliebig verlängern, können Bauteile austauschen, die kaputt gegangen sind und dementsprechend macht sich das System auch wartbar. Es ist eine große Erleichterung und auch ein digitaler Fortschritt für den Tischler. Er kann direkt seine Planungen am Computer machen und kann diese mittels USB-Stick übertragen auf die Maschine und direkt abarbeiten. Ich bin absolut überzeugt von dem Produkt und jetzt der nächste Schritt ist, diesen Easy-Stick richtig zu vermarkten. Also um unsere Produkte zu vermarkten, haben wir einen aufwendigen Kommunikationsprozess. Bei Easy-Stick haben wir hierfür eigentlich Broschüren, Messefolder, digitale Maßnahmen wie auch Videos und Montageanleitungen gestalten lassen. Damit unsere Tischler die vollen Funktionen von Easy-Stick ausnutzen können, schulen unsere Mitarbeiter diese vor Ort. Sie machen die Registrierung mit ihnen gemeinsam, gehen die Funktionen gemeinsam mit ihnen durch und präsentieren auch die Vorteile. In weiterer Folge möchten wir natürlich auch die Emotionen bei unserem Tischler wecken. Bei der Vermarktung vom Easy-Stick sind Videos eine sehr, sehr wichtige Komponente. Wir haben hier ein neuwertiges Produkt mit neuen Funktionen. Diese sollen eigentlich mit Bewegtbildern gezeigt werden und präsentiert werden. Also für mich war ein Highlight das Verfahren des Lineals. Also sowas habe ich noch nie gesehen. Und dass du direkt an der Maschine eigentlich die ganzen Bohrpositionen eingeben kannst. Das ist wirklich eine wesentliche Erleichterung für unseren Tischler.